Ralf Gerst. Ich bin Jonas von den jungen Festivalbloggern. Wie wäre es, wenn du dich kurz vorstellst? Ja, ich bin Hanna Reifgerst. Ich bin die Kuratorin für Kinder- und Jugendfilm. Das heißt, alles, was mit jungen Menschen zu tun hat, landet bei mir auf dem Schreibtisch. Alles klar. Und bei deiner Auswahl von Filmen, gibt es da eine Liste, die du abarbeitest oder machst du das nach Gefühl? Wie genau läuft das ab? Die Filme, die ich gucke, die speisen sich aus verschiedenen Quellen. Also erstmal bin ich das ganze Jahr über auf Festivals unterwegs und versuche so viel zu gucken, wie irgendwie geht. Und das ist natürlich besonders schön, wenn ich das im Kino mit Publikum machen kann. Ja. Es gibt aber auch eine offizielle Einreichfrist, zu der Filmschaffende ihre Werke einreichen können bei den Nordischen Filmtagen. Die schaue ich dann alle an, so wie sie kommen. Und dann recherchieren wir natürlich selber noch Sachen. Also wir sind auch auf den Festivals zum Beispiel auf so Projektbörsen unterwegs und gucken uns an, welche Filme neu kommen. Und wenn wir dann wissen, da gibt es einen finnischen Kinderfilm, der wird wahrscheinlich 2023 fertig, dann fragen wir den gezielt an, damit wir auch wirklich alle Lücken so bekommen. Alles klar. Gibt es da irgendwelche Kriterien, die der Film erfüllen muss? Um ins Programm zu kommen, meinst du? Genau. Ja, auf jeden Fall. Also erstmal muss es so einfach, das klingt ein Film sein, der für junge Menschen passt. Also weil nicht alle Filme, die ein Kind oder einen Jugendlichen als Protagonistin haben, sind auch tatsächlich Filme für diese Zielgruppe. Das heißt, gerade so die Filme, die Geschichten über junge Menschen erzählen, aber gar nicht für sie geeignet sind, da muss ich ganz besonders hingucken. Und ansonsten schaue ich natürlich, dass möglichst ein buntes Programm zusammenkommt. Verschiedene Themen, die verschiedenen Länder. Ich mag sehr gerne Genres bei Filmen, das heißt, ich gucke, dass auch da eine Vielfalt geboten ist. Und Themen natürlich, also was beschäftigt junge Menschen, Kinder und Jugendliche, das ist sehr unterschiedlich. Mhm. Genau. Würdest du auch sagen, dass deine eigene Meinung oder was du gerne an Kinderfilmen früher geguckt hast, da auch mit reinspielt? Ja, also ich glaube, man kann sich nicht losmachen von der eigenen Seherfahrung, die man gemacht hat als Kind. Ich habe das Privileg, jetzt auch noch viele Kinder- und Jugendfilme gucken zu dürfen, auch die letzten Jahre. Das war schon immer etwas, was mir Spaß gemacht hat. Ich habe selber auch zwei Kinder, das hilft mir auch sehr. Aber ich glaube, die Hauptfrage ist immer, würde das Kinder und Jugendliche von heute interessieren? Weil meine Jugend und Kindheit war sehr anders als eure. Ja, das glaube ich. Die Filme waren auch total anders. Mhm. Nichts falsch damit, ne? Aber es hat sich auch weiterentwickelt. Und auch die Bedürfnislage ist eine andere. Also die Themen sind anders heute und auch zum Beispiel visuelle Gestaltung und auch Dialogführung und solche Sachen sind Dinge. Da muss man immer auch schauen, spricht es Menschen von heute auch an. Das heißt, ich ziehe so ein bisschen aus meiner eigenen Erfahrung, aber ich versuche halt auch jetzt viel in Kontakt zu sein mit Kindern und Jugendlichen, um rauszukriegen, was interessiert die. Alles klar. Und wenn du dann mal unentschlossen bist und nicht genau weißt, ist der Film jetzt für Jugendliche oder Kinder, gehst du dann zu deinen Kindern selber hin und fragst die oder wie genau läuft das ab? Sehr gute Frage. Manchmal mache ich das tatsächlich. Meine Kinder sind noch ein bisschen kleiner, das heißt, ich kann die nicht bei allem fragen. Okay. Und meistens schaue ich auch die Filme in Originalsprachen. Das ist dann auch immer noch schwierig, weil Finnisch zum Beispiel können sie nicht. Aber das mache ich manchmal. Ist natürlich auch ein bisschen gefährlich, weil ich habe jetzt nur zwei Kinder, die können natürlich nicht für alle sprechen. Ich habe noch viele KollegInnen, die auch Filme sichten. Das heißt, wenn ich wirklich Fragen mit mir rumtrage, dann sage ich, hey, hast du mal Zeit mit mir zu telefonieren? Können wir mal über den Film sprechen? Und ich hatte dieses Jahr vor allem das absolute Privileg, es gab einen Praktikanten bei den Nordischen Filmtagen und der hat auch zwei Filme gesichtet, bei denen ich mir unsicher war, ob ich die jungen Menschen zeigen sollte und habe dann mit ihm ein Gespräch geführt. Das heißt, ich finde schon meine Wege, dann mit jungen Menschen in den Austausch zu kommen. Ich würde mir aber wünschen, dass es noch mehr ist. Ah, okay. Und du hast dir ja bestimmt schon ein paar Filme angeguckt, die jetzt so im Programm laufen. Würdest du sagen, dass die alle so einen roten Faden haben und irgendwie alle vielleicht eine Botschaft haben, die die gemeinsam teilen? Wenn ja, welche wäre das? Also wenn ich jetzt nur auf das Kinder- und Jugendprogramm gucke, die habe ich natürlich so ausgewählt, dass sich da so rote Fäden mehrere durchziehen. Mhm. Also das eine ist tatsächlich das Thema Familie und Freunde, was bei allen eine Rolle spielt, also wie diese Beziehungen unser Leben beeinflussen, unser Heranwachsen, unsere Entwicklung, aber auch verschiedene Lebensentwürfe. Also auch zum Beispiel verschiedene Formen von Liebe und Familie zieht sich einfach durch.
Wie das jetzt mit dem ganzen anderen Programm zusammenhängt, ist immer schwierig zu sagen. Die verschiedenen Sektionen werden ja unterschiedlich kuratiert. Ich glaube, was sich aber durchzieht bei allen Sektionen dieses Jahr, sind extrem kämpferische Hauptfiguren. Also wirklich Personen, die für was einstehen und auch politisch oder sozial engagiert sind und für ihre Selbstverwirklichung auch eintreten, ihre Freiheit. Okay. Und dann nochmal meine Frage, also du bist ja schon etwas länger in dem Bereich, dass du Filme auswählst und in deiner Laufbahn würdest du sagen, dass du die Erfahrungen, die du mitbringst, also dass die dir helfen, oder würdest du sagen, dass die dir auch ein bisschen im Weg stehen, weil du vielleicht mehr Kriterien findest in dem Film als am Anfang? Würdest du sagen, dass dir die Erfahrung da weiterhilft beim Auswählen oder dass dir im Weg steht? Sehr, sehr gute Frage. Erstmal vorneweg, das ist mein erstes Festival. Ja. Also für die Nordischen Filmtage arbeite ich ganz kurz erst. Okay. Deswegen bin ich auch aufgeregt. Ich bin jetzt sehr gespannt, was das Publikum auch zu sagen hat zu den Filmen. Ich bin natürlich schon ganz lange im Filmbereich unterwegs und da ist tatsächlich oft das Problem, wenn ich einen Film gucke, selbst wenn ich den am Wochenende mit meiner Familie gucke, Popcorn-Kino, dass ich die Brille aufhabe. Okay, stimmt, das von der Dramaturgie, ist das eine glaubwürdige Hauptfigur, oh, sind die Genre-Aspekte auserzählt und so weiter. Das abzulegen ist schwierig. Aber es gibt Filme, die kriegen mich total und bedingungslos. Und da weiß ich, da ist dann was drin, was irgendwie verfolgenswert ist. Die schaue ich dann oft ein zweites und ein drittes Mal, um dem wirklich nachzugehen. Und dann bin ich mir auch wirklich sicher, ob das funktioniert für so ein Festival. Alles klar. Das war's auch schon. Sehr gerne. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Zeit beim Festival. Danke ebenso. Hat mich sehr gefreut. Ja.